Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Paragonia. Und wir werden hier massiv von Banditen angegriffen und uns werden Sachen gestohlen und dergleichen und so weiter und so fort. Neue Herausforderungen, sage ich dann nur, neue Herausforderungen. Wir müssen expandieren, das hatte ich ja, glaube ich, schon in der letzten Folge angesprochen gehabt. Und wie man hier sieht, ich gehe da mal ganz gerne ran an den Menschen. Ja, hier wird schon eifrig gearbeitet und die Grenze weiter nach vorne geschoben, damit wir mehr Land gewinnen. So, ein maskierter Dieb hat uns schon wieder was gestohlen. Maskierte Diebe sind hier. Ja. Die sind hier vorhanden. Ist einfach so, die sind hier vorhanden. Bring das einfach mal auf den Punkt. Ja, wir haben. Moment, wo bin ich? Orientierung, hallo, wo bist du? Achso. Immer noch nicht so richtig. Ah, da sind wir. Das ist unser Dörfchen. Genau. Wir haben da Nachbarn. Die sind hier zugange. Wir haben hier schon so einiges gemacht im Bereich Ausbau bezüglich Wachtürme. Ganz kurz mal schauen. Da habe ich Wachen und Veteranenwachen. Da habe ich Waldläufer von wegen Schemen und so. Hier habe ich ebenfalls Waldläufer von wegen Schemen und so. Da sind noch ein paar Soldaten stationiert. Und hier auch. Da fehlen 4, da fehlten 3. Gut, die sollten da rumpatrouillieren. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das noch erforderlich? Wir haben ja aber so ein bisschen mit den Banditen aufgeräumt. Ja, ich erinnere mich, da waren so 3, ne? Die war so, ne? 3 Banditenlager, die wir auf einen Streich, ohne dass ich das eigentlich beabsichtigt hatte, erledigt haben. Weil ich hatte ursprünglich nur 2 gesehen, war dann aber doch noch ein drittes in der Nähe. So, der gesamte Bereich sieht hier relativ frei aus. Da ist irgendwie relativ wenig Ärger. Heute ist alles relativ. Ich weiß aber, dass hier Schemen ihr Unwesen treiben. Irgendwo. Ja, die sind da schon so ein paar Mal hier so in diesem Bereich ungefähr aufgetreten und meinten da meine Leute erschrecken zu müssen. Ist natürlich die Frage, wo stecken die jetzt letzten Endes wirklich? Weil hier sehe ich nichts. Okay, wir brauchen ganz dringend Eisen, wir brauchen ganz dringend Silber, wir brauchen alles. Wir brauchen vor allen Dingen brauchen wir Kohle. Scheiße. Entschuldigung. Man soll doch hier nicht fluchen. Da ist ganz, ganz wenig Kohle. Hier haben wir wieder ein bisschen Silbererz. Das sind Himbeeren, das ist schön. Da ist wieder Eisenerz, hier ist auch Eisenerz, da ist ein bisschen Kupfer. Leute, ich brauche Kohle. Da kommen schon wieder irgendwelche Diebe an, was so ganz nebenbei bemerkt. Ja, Moment. Diebe. Das ist das Stichwort. Da brauche ich auch die Leute hier, ne, um mit Dieben fertig werden zu können. Weil nur die können die letzten Endes enttarnen. Angreifen direkt? Ja, ne, würde ich sagen. Komm da angedackelt. Ich lasse die hier mal angreifen. Das gleiche hier. So. Und dann schauen wir mal. Das ist einfach nur mein Willkommensgruß, ne, hier an die Leute. Ich halte die immer ne, hier gerne so willkommen und ihr wisst schon, ne? Das ist einfach nachbarschaftlich nett gedacht von mir. So, ne, wir machen dann so ein bisschen Party. Ne? Da geht allerdings etwas heftig ab, Party, gebe ich zu. Aber die haben Spaß. Ja, die haben Spaß. Denen geht es gut dabei. Gut, die sind dann halt nachher noch die sind danach so ein bisschen geschafft. Aber im Großen und Ganzen geht es ihnen gut.
warum soll das ein Waldläufer? Das ist auch ein Waldläufer. So, Waldläufer. Gut. Dann würde ich sagen, das ist Veteranenwache. Sehr gut. Ja. Dann können die wieder zurück. Die haben jetzt hier ihre Sache ganz gut gemacht. Behaupte ich einfach mal so. Und ja. Erstmal wieder zurück. So. Ja, die ruhen sich jetzt aus, ne? Die machen da ihr Schläfchen. Und wir werden uns dann mal irgendwann. Da kommen schon wieder Leute an. So ein paar. Das sind Nachzügler. Das kann schon mal passieren, ja, dass da so ein paar Nachzügler kommen. Ist aber kein Problem. Wir kümmern uns da gerne drum. Also, ne, ich bin da immer gerne bereit, entsprechend dann nochmal in Aktion zu treten. Man muss sich ja schließlich um die Leute kümmern. Geht ja nicht, dass wir die hier so alleine durch die Gegend streifen. Finde ich nicht gut. Wäre jetzt nicht nett von mir, das irgendwie so zu machen. Von daher, na jetzt, da sind die auch schon alle da. Ja, auch meine Leute müssen sich gelegentlich mal ein bisschen ausruhen. Das kann durchaus passieren. Aber na, ihr seht schon, also die haben das hier alles ganz gut im Griff. Und kümmern sich also hervorragend um die netten Ankömmlinge da. So, jetzt ist aber erstmal, glaube ich, Ruhe. Dann würde ich sagen, dann sollten sich jetzt hier meine Leute auch erholen. Diejenigen, die sich da jetzt so zum Ausruhen hingelegt haben, die müssen natürlich ersetzt werden, gar keine Frage. Da habe ich 10, da ist einer schon, der nicht sich da längere Zeit ausruht, der wird jetzt gerade schon aktiv da ersetzt und so. Finde ich sehr gut. So ganz gut, wenn man so ein paar Leute so in der Hinterhand hat, die da sich darum kümmern können. Ich wäre schon versucht, hier irgendwie so eine Wachposten hinzusetzen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie sieht das denn hier aus mit den Wachen? Das ist, so, das sind die Soldaten. Genau. Da muss ich mich noch drum kümmern. Gar keine Frage. Hier sind auch Soldaten. Habe ich keine Wachen oder habe ich gerade irgendwie gepennt? Hier unten sind die, glaube ich, ne? Jo, aber nicht sehr viele. Da ist Handlungsbedarf gegeben. Auf jeden Fall. Da wollen noch 5 Leute. 5 Leute, Leute! Wo, was? Wie kriege ich die nochmal so schnell hin? Genau. Könnte ich da so 5 bekommen? Das wäre toll. Habe ich die entsprechenden Materialien dafür? Ja, das sieht ganz gut aus. Also 5 ist kein Problem, kriege ich hin. Vielleicht 10. Ich mache erstmal die 5. Dann brauchen wir. Moment. Der Teil hier ist, glaube ich, komplett erledigt. Also das brauchen wir gar nicht mehr. Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Dann würde ich das einreißen wollen. Das kann dann weg. So. Gegnerisches Lager entdeckt. Tatsächlich ein weiteres Banditenlager. Wo ist das? In der Ecke. Ebenfalls in diesem Bereich. Hier scheinen sehr viele Banditen sich irgendwie heimisch gefühlt zu haben. Hier waren ja die eine Gruppe so ungefähr. Es sind da schon wieder neue. Oder weitere. Je nachdem. Das ist aber hier nicht. Das ist, glaube ich. Nee, das ist. Moment, ich muss kurz auf der Karte gucken. Nee, das ist nicht mein Dorf. Wir sind hier immer noch stationiert und die wären da. Ja, gut Zeit, gut Rat. Soldaten war das andere Thema. Ich brauche Soldaten. Kaum sind die da, greifen die auch schon an. Achso, die Entdecker. Ja, genau. Das ist die andere Geschichte mit den Entdeckern. Da hatte ich doch, Moment. 2 Einrichtungen. Einmal hier den Entdeckerposten, diesen Entdeckerposten. Wo sind die denn jetzt im Augenblick so orientiert? Oh, da komme ich wieder. Oh, Moment, Augenblick, es ist aber, die wollen es jetzt aber doch ein bisschen wissen. Ich mache den Pinoid mal so dahin, damit die sich mehr so in diese Richtung orientieren. Das ist ganz, ganz gut. Die sind aber doch jetzt so ein bisschen, ich finde mich so ein bisschen jetzt überrascht. Ja, das ist jetzt nicht so schön.
dass die jetzt so unaufgefordert hier auftauchen. Weil ich komme sonst zu nichts anderem mehr, ja. Wenn ich hier ständig hier meinen, irgendwie, die müssten mich hier besuchen. Ich meine, ich finde es schön, ja, dass ich hier so viel Aufmerksamkeit bekomme, finde ich echt klasse. Aber ich komme zu nichts, ne? Wir haben jetzt schon fast die ganze, ja, sagen wir so gut, die Hälfte der Zeit jetzt damit verbracht, uns hier zur Wehr zu setzen gegen diese Besucher. Ja, diese netten Leute, die da immer wieder mal kommen. Und hier mein Dorf besuchen wollen. Man spricht natürlich für mein Dorf. Ja, es ist einfach ein Zeichen dafür, dass dieses Dorf sehr schön ist, dass die Leute sich hier wohl gerne umschauen und auf Entdeckung gehen wollen. So, ich ein bisschen mit den Leuten plauschen. Ja, das ein oder andere vielleicht mal mitnehmen, was ihnen so gefällt. Aber ja, nee, ich weiß nicht. Ne? Also, ich muss mich ja auch ein bisschen andere Dinge kümmern. Wir brauchen dringend Waffen, wir brauchen dringend Rüstung. Und das geht nicht. Ne? Ich kann mich ja jetzt nicht ständig nur um diese Besucher kümmern. So, da ist eine Waffenschmiede. Was macht die Waffenschmiede? Die macht, glaube ich, im Augenblick doch. Die macht noch ein bisschen was. Die produziert Eisenschwerter. Das ist schön. Das ist ganz gut. 16 hat sie da an der Zahl rumexistieren. Hier werden oder sollen Eisenlanzen produziert werden. Das klappt aber nicht so richtig. Ich glaube, woran hat es? Ich habe keine Eisenwaffen. Das ist nicht schön. Ah ja, das war ja genau, das war ja das Problem, was ich hatte. Ne, uns geht das Eisen aus, oder beziehungsweise uns ist das Eisen ausgegangen, weswegen ich ja hier vorhabe, eine entsprechende, ja, Eisentagebaustelle zu etablieren. Um das mal so auszudrücken. Wird aber immer wieder gestört. Ja, ihr habt es gesehen, hier von diesen netten Leuten, die uns da besuchen kommen. So. Ja, jetzt ist das mit dem Platz aber auch so ein bisschen kritisch. Ne? Ich weiß gar nicht, wo setze ich die denn jetzt am besten hin? Ich glaube, das Wäldchen, das muss hier unbedingt weg. Ja, das ist, macht aber trotzdem hier schon mal diese Eisentagebaustätte hier schon mal hin. Moment, ging das jetzt? Nee, das ging, glaube ich, nicht. So, ich mache das mal so. Dann brauche ich hier, ne, bezüglich des Problems hier mit dem Wäldchen, brauche ich hier so einen Holzfäller. Den würde ich ganz gerne hier so hinsetzen. So, das passt, glaube ich. Ja, Holzfäller. Brauche ich denn auch noch ein Sägewerk? Ich glaube nicht. Sägewerk brauche ich nicht unbedingt. Aber ein Lager wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Was ich auf jeden Fall brauche, was ganz wichtig ist, sind Wege. Ich muss ja da irgendwie hinkommen. Und das ist gar nicht so einfach. Ihr seht das hier, das ist alles rot. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe hier unten habe ich irgendwie. Naja, genau, das war das. Das ja, genau, da müsste ich nochmal ran. Aha, aha. Hier habe ich wie viel? 7. Und da würde ich das mal anders machen wollen. Ich gucke das mal so an. Genau, dann komme ich da auf 10. Das muss dann leider reichen. Das mit der Folie setze ich dann auch mal hier hin zurück. Das müssen die dann machen. Wir müssen dann hier so ein bisschen patrouillieren. Sicherheitshalber. So. Ja. Oh, Kupfervorkommen wurde entdeckt. Wir haben wieder Ärger mit Banditen. Artefakt wurde entdeckt. Jetzt sind da hinten sind auch Banditen. Oh, die sind aber sehr viele Banditen. Und ich hätte jetzt damit Dieben gerechnet, ja, dass sie auch noch Banditen sind. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Aber ist dann so. Ja, Moment. Jetzt weiß ich gar nicht. Mit den Wegen ist natürlich dumm. Ja, ich habe hier gar nichts gebaut. Dann muss das leider noch ein bisschen warten. Ich behelfe mir da mal. Wir haben doch hier irgendwo Abenteuergilde. Ja, nee, ist nicht verkehrt. Holzwerkstatt. Ich brauche dann dringend ein paar Holzsperre. Die müsste ich dann mal machen. Und, werde ich hier schon mal Leute rekrutieren. So ein paar Holzsperre habe ich ja noch. Und die müssen sich dann hier entsprechend einbinden. Ich habe da Bedarf.
Und ich habe hier Bedarf. So, was muss ich ja noch? Was muss ich noch? Oh ja, das habe ich jetzt vollkommen vergessen. Das muss ich noch machen. So. Oh, was ist denn da passiert? Da sind wieder die netten Leute, die kommen da wieder an. Ja, die werden jetzt aber auch gerade begrüßt. Die sind nicht so nett. Das sind die, erschrecken meine Leute immer und machen da ganz böse Dinge. Ja, diese komischen Schemen da und so. Die finde ich nicht so nett. Ja, die sehen auch nicht so nett aus. Ne? Die sehen so ein bisschen bleich aus. Haben da irgendwie so ständig so eine Laterne, die sie mit sich rumschleppen. Selbst am helllichten Tag sind die da mit ihren Laternen unterwegs und erschrecken meine Leute. Das finde ich, das ist nein. Mag ich nicht. Ja, die sind hier irgendwo beheimatet. Hier so wahrscheinlich. Ja, wie man das gerade so sieht. Ja, die haben da so ihr Lager. Und wo die netten Leute lagern, das weiß ich noch gar nicht. Ja, da muss ich gucken. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich das rausgefunden habe. So. Jetzt kriege ich selber gerade Besuch von einer kleinen Fliege, die mir hier ständig um die Nase fliegt. Das ist nicht so schön, weil das irritiert mich ein bisschen. Ja, das ist cool. Da sind die ersten neuen Leute da. Was passiert denn da? Ja, man kümmert sich jetzt da um diese Schemen. Und die machen aber echt Ärger. Ja, das sieht man schon hier. Da liegen sehr viele Leute von mir jetzt rum, die sich da ausruhen. Weil dieser eine Schemen da so unheimlich stark ist. Ja, den kriegen die einfach nicht klein. Dann machst du nichts. Das ist unglaublich. Ja, und jetzt erschreckt er hier den Soldaten auch noch. Und der vergisst, dass er Soldat ist. Das ist nicht so schön. So. Ja, der räumt aber ganz schön auf, der Kleine. Der ist aber echt heftig. Jetzt geht er weg. Das ist nicht so toll gelaufen. Ja, jetzt brauche ich natürlich dringend hier wieder Waldläufe. Was brauchen die? Fackeln und leichte Rüstung. Geschickter Waldläufer wäre wahrscheinlich besser. Aber das geht leider nicht. Ich habe keine magischen Fackeln. Das ist nicht so schön. So, da habe ich wieder Anwachen, Panierer und so weiter. Gut. Ich brauche Fackeln und ich brauche leichte Rüstungen. Ganz viele leichte Rüstungen und ganz viele Fackeln. Die leichte Rüstungen ist hier die Schneiderei zuständig. Die sagt im Augenblick, sie hat keine Arbeit. Jetzt doch. So, dann habe ich hier irgendwo die Holzwerkstatt. Die ist mit den Holzsperren beschäftigt. Die muss aber auch ganz dringend Fackeln machen. Aber nehme ich keine Fackeln mehr. So, vielleicht bräuchte ich eine zweite Holzwerkstatt. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Glaube ich. Die Frage ist, wo setze ich denn hin? Bin ich überhaupt richtig? Wahrscheinlich nicht. Nee, das sieht nicht so gut aus. Ausrüstung und Gedingse. Hier ist eine Holzwerkstatt. Kriege ich aber hier nirgendwo hingesetzt. Was ist das eigentlich hier? Achso, Stein. Holzwerkstatt. Ist da irgendwo Platz für? Das sieht nicht so gut aus, wie ihr seht. Ne? Also mit der Holzwerkstatt wird es schwierig. Die jetzt hier irgendwo hinzusetzen. Hier würde es eventuell gehen, aber hier habe ich auch eigentlich so meine Holzproduktion. Hier würde das unter Umständen gehen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Ja, setze ich hier noch so eine Holzwerkstatt hin. Zwei ist besser als eine, denke ich mir mal so. Okay. Was ist hier mit dem Forsthaus? Arbeitet der nicht? Nö, der ist dabei. Effizienz 100%. Ja. Okay. Ja. Was ist hier mit der Holzhütte? Die ist besetzt. Aber hier geht irgendwie das Holz nicht weg. Das ist schlecht, weil das müsste ich weg haben. Da habe ich eine Sammelhütte. Haben die hier selber irgendwie vielleicht jemanden, der da immer aufrostet? Ich sehe zumindest in der näheren Umgebung niemanden, aber das muss nicht unbedingt was heißen.
Er kann ja auch weiter weg sein und trotzdem hier aufforsten, wenn das in seinem Bereich liegt. So. Hier habe ich ein Lager, da sind Steinpilze drin. Hier habe ich ein Lager, da sollen Himbeeren gesammelt werden oder eingelagert werden. Das passiert aber nicht. Die finden auch hier in erster Linie nur noch Steinpilze, sehe ich gerade. Himbeeren sind alle weg. Das ist unschön. Dann würde ich hingehen wollen und würde sagen, wir gehen hier auf Holz. Das ist, genau, das sind Nadelhölzer hier, glaube ich, ausschließlich. Dann würde ich hier die entsprechenden Stämme lagern wollen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. So. Ja, unsere Einheiten werden wieder von Banditen angegriffen. Hier sind sehr, sehr viele Banditen. Ja, also das ist hier echt eine Plage. Hier sind sehr, sehr, sehr viele Banditen. Da müssen wir uns dringend drum kümmern. Und ja, ich weiß jetzt so im Augenblick gar nicht, wie ich das mit den Wegen dahin kriegen soll. Ne? Weil das ist sehr schön, wenn ich hier eine Holzfällerhütte hinbauen will und mich darum bemühe. Aber wenn ich die nicht irgendwie, ne, wegetechnisch hier so... Moment, was ist da jetzt passiert? Komme ich da jetzt hin? Moment, bis dahin komme ich mittlerweile. Ah, das ist schon mal gut. Dann kriege ich die schon mal fertiggestellt. Das ist schon mal nicht schlecht. Komme ich von hier aus dann weiter? Ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es geht. Sehr gut. Ja, dann haben wir das auch mit dem Problem hier auch schon gelöst. Ja, dann sind die Wege schon mal freigeschaltet. Dann wird hier demnächst Eisen abgebaut. Eisenerz, da sieht man es. Eisenerz ist irgendwo so hauptsächlich so in diesem Bereich. Dann setze ich dann da auch da dieses Teil dahin. Das ist Stein, da haben wir Silber, wie gesagt. Hier ist ganz wenig Kohle. Da müssen wir mal schauen. Das mit der Kohle ist echt ein Problem. Holzkohle kann man ja hier leider nicht irgendwie produzieren. Das ist echt ein Manko, muss ich ehrlich so sagen. Also das ist nicht so schön. Ja, dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge dann so alles erledigt noch bekommen werden. Ja, von den Dingen, die wir da jetzt noch so vor uns haben, ist da eine Menge. Wir haben ja gesehen, da gibt es einige Banditen, mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Eine ganze Reihe von netten Dieben, die immer mal wieder vorbeischauen. Und diese argen Schemen, die sind sehr ärgerlich. Ja, die haben da doch sehr viel Ärger da verursacht unter meinen Leuten. Aber ich denke, wir werden das irgendwie schaffen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich freue mich dabei, euch in der nächsten... Ich freue mich, dass ich euch dann in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt. Vielen, vielen lieben Dank. Dank auch für deine Unterstützung, für deine Begleitung. Freut mich immer, wenn ich euch hier entsprechend vorfinde und ihr mich hier unterstützt. Ja, wie immer, ne, genießt die Zeit und auf bald.